Wie wird in 20 Jahren der Film über das Jahr 2001 ausschauen? So genau, wie die 70er Jahre nicht und die frühen 80er nicht ausgeschaut haben, wie in dem Film. Und auf dem Niveau der Lüge sozusagen und der künstlerischen Undurchdrungenheit der Problematik befindet sich sozusagen alles. Das Drehbuch, die Sprache, die Führung des Plots. Ja, und auch da sage ich, da steckt Methode dahinter. Und das Licht. Und das Licht. Am Ende des Tages. Da steckt Methode dahinter. Die waren nicht gescheitert, indem sie das woanders wollten, sondern sie wollten gar nicht. Nein, das stimmt, der Realismus. Doch, habe ich einer Besprechung entnommen, in der FAZ, da hat der Typ gesagt, die Autorin, die hieß eigentlich anders, die sich dann Ratzenberger genannt hat, hieß in echt... Ist ja egal. Weil sozusagen RTL den Film noch mehr auf Emotion und so in diese übliche Dramatisierung... Ja, aber nochmal zu dieser 70er Jahre sollten eigentlich gar nicht so, also so habe ich es erlebt, sollten eigentlich gar nicht authentisch dargestellt werden, sondern als eine Art Retro-Mode. Sie hatten einen modischen Effekt. Also wenn diese ersten Szenen da waren, dann kann man sagen, dass... Das geht nicht. Man kann nicht mit heutigen Gesichtern so eine Perücke aufsetzen und sagen, das ist 70er Jahre. Das ist wirklich... Ich bin so abgeturnt sozusagen von der Schlechtheit dieser Kunst. Ich kann es überhaupt nicht gucken. Kurzer Break. So, dritte Sendung. Gestrandet. RTL 2, 2.9.2001. Es sollen 27 Folgen sein. Zwei haben wir uns angeguckt. Ja, Moritz von Uslar. Was war das? Ja, das lief zum ersten Mal am Sonntag letzte Woche. Ist eine Reality-Show. Heißt im Programm Überlebensshow mit Pierre Geisensetter. Um was geht's? Zwei Teams, sieben Frauen und sieben Männer, werden über zwei Inseln im Pazifischen Ozean vor Panama ins Wasser gelassen, also stranden wirklich, und müssen dann 60 Tage überleben. Das heißt, so heißt das erstmal in der Terminologie. Das heißt, die kommen dort an und da ist nichts. Fragen sind, wo schlafen wir konkret heute Abend? Wo gibt's was zu essen? Wie kriege ich ein Feuer an mit, in dem Fall, eine Glasscherbe und ein Tampon? Und dann ist es so, wie immer bei diesen Reality-Shows, dass rausgewählt werden muss. Was immerhin einen Kritiker dazu veranlasst hat, das nachzuprobieren, ob es funktioniert. Kurz jetzt schon mal sagen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ultra hart, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist aber schon die erste Interpretation. Das heißt, das sitzen halt so, das ist ein riesen Prol-Ding auch. Es ist irgendwie irre rührend, sitzen so Mädchen mit Bikinis, mit so Ibiza-Bikinis, so halt da am Strand und hacken auf so eine Kokosnuss drauf. Die können nicht fassen, dass es wirklich eben eine Kokosnuss da ist und dass sie jetzt wirklich Hunger haben sollen. Ich glaube aber, das Überleben ist natürlich in dem Sinne zu verstehen, dass, also bevor man stirbt, darf man nach Hause. Das ist in dem Sinne zu verstehen, dass man eben wirklich mit den beliebt ist, bei den im Sozialen überlebt. Das heißt halt irgendwie in der Gruppe weitermachen darf und nicht rausgewählt wird. Und am Ende, wenn man es geschafft hat, bekommt man 100.000 Mark und eine Montblanc-Uhr im Wert von DM5000. So, ist das denn die Nachfolge von Big Brother? Ist das Reality-TV? Ich würde sagen, nein. Das ist einfach ein Dokumentarfilm. Ne? Denn es ist ja nicht 1:1. Das Ding ist ja fertig. Big Brother war auch nicht 1:1. Es war auch eine Zusammenfassung pro Tag von einer Stunde von 24 Stunden. Und insofern ist es durchaus Reality-TV, als Leute in einem vorgegebenen Setting sich so verhalten, wie sie sich wirklich verhalten würden. Und das ist sozusagen, wenn ich das allein schon vergleiche von dem, was sprachlich nur so gesagt wird von den Leuten, wenn ich das vergleiche mit dem Film. Natürlich, dauernd. Verstehe ich alles. Sozusagen, das ist eben sozusagen normaler Irrsinn. Was meinst du denn verstanden? Ich habe kein Wort verstanden. Kein Wort. Der Ton so schlecht ist. Ja, man muss sich ja mal vorstellen, wie das funktioniert. Also da sitzen ja die sechs Leute auf der Insel und um sie herum müssen ja Fernsehteams. Drei Teams oder so, schätze ich. Telefoniert, wenn das erlaubt war. Ach komm, erzähl. Ich hab gesagt, wie ist es mit dem Film? Weil bei Big Brother konnte man ja so beim Zähneputzen und so durch den Spiegel. Genau. Die haben Anweisungen. Die haben halt ganz einfach gesagt, das sind halt immer Teams. Und dann dachte ich so, aber dann muss man doch auch mal so eine Ansprache machen und sagen, hey, du mit der Kamera, gib Essen, ich habe Hunger oder so.
Das habe ich mir gedacht, sozusagen, es gibt eindeutige Anweisungen, man muss die Kamera ignorieren. Und da entsteht eigentlich... Schwachstelle, riesige Schwachstelle. Riesige, vor allem da, aber... Die haben doch aber schon die Kamera. Moment, ich möchte es kurz wiedergeben. Ja, ja. Und der zweite Punkt, deswegen sagen Sie das auch, es würde auch sich Mühe gegeben, möglichst viel heimlich zu filmen. Wobei man natürlich irgendwie, ich mir nicht vorstellen kann, wie man an einem Strand heimlich filmt. Okay. So ist es. Und diese Voraussetzung, diese Machart wird auch nirgendwo erwähnt. Und das finde ich so... Schade eigentlich, Ich meine, auf der anderen Seite, das sieht man doch. Das sieht man doch. Ich sehe sozusagen in jedem Auftritt, und speziell bei den Frauen habe ich das auf extrem lustige Art und Weise gesehen, dass die sozusagen, und zwar speziell die beiden hübschesten, schönsten, sich einfach irgendwie ihren Körper-Eck da auf diese Kamera, in Bezug auf diese Kamera, in die sie keinesfalls reingeschaut haben, abgeliefert haben. Das fand ich irre angenehm, weil das entspricht auch der Realität. Das ist insofern nämlich... Fanden Sie denn dieses Format gut, also dieses gestrandet? Ja, natürlich finde ich es gut, weil ich eben sozusagen froh bin, wenn ich diese Sozialaktionen, egal wie künstlich verändert, in Aktion erleben kann. Das kann man, ja. Ganz wichtig ist ja bei dem Ding, aber du musst es auch nochmal irgendwie losfeiern. Entschuldigung. Ganz wichtig ist eben bei dem Ding das Suchtding. Und da habe ich jetzt schon. Für wen? Für den Zuschauer? Für den Zuschauer. Da habe ich jetzt schon wieder gemerkt, ich könnte selbstverständlich, wenn ich im Urlaub wäre und hätte jetzt 6 Wochen Zeit, würde ich mich richtig brutal freuen, auf das Ding wieder zu sehen, wie reagieren die Leute. Es gab jetzt schon so brutal spannende Momente, von denen man einfach sagt, von dem man einfach wirklich gerne Zeuge ist. Ich habe auf Sat.1, wie hieß das auf Sat.1 davor, das habe ich auch noch ganz gesehen. Inselduell. Inselduell. Ja, gut. Oder eben auch Girls Camp und so. Also, und auch, man muss auch sagen, ich finde es deshalb interessant, weil ich natürlich sonst mit solchen Leuten nie zu tun habe. Das ist wirklich proletarisch orientiertes Fernsehen. Man trifft da Leute, mit denen bin ich nicht zusammen sonst. Man sieht sie immer nur schweigend böse in der U-Bahn, aber nie so. Man sieht sie nicht in Aktion. Das heißt, das Fernsehen tatsächlich im Sinne von Fernsehen, woanders hinschauen, wo man sonst nicht hinkommt, wenn man da ist. Aber das ist aber sehr weit hergeholt. Also, na, ich fand es einfach grandios, was diese Leute da gemacht haben. Also, dass sie zum Beispiel. Die Macher oder die Leute? Nein, die auf Leute der vor der Kamera. Ich ganz glaube, echt. Dass die Männer sofort eine Rangordnung aufgebaut haben, obwohl sie ja behauptet haben, es gibt keine Reihenfolge bei uns, haben sie gesagt. Und dann müssen sie sofort alles töten, was ihnen vor die Füße läuft, ja, genau. oder kriecht. Oder eine Schlange. Ja, sie haben gerade was gegessen, sie gehen los und sie sehen eine Schlange, sie stürzen sich da drauf, sie gucken sie an, hacken den Kopf ab und den Rest der halben Stunde wird eigentlich nur noch mit dieser Schlange hantiert. Die Mädels vor die Nase geschleudert, dann wird in die Tüte rein, wieder feucht gemacht, wieder rausgenommen, wieder nochmal gezeigt, also wenn ich wieder eine Schlange hätte, zurück. Würde ich damit auch so rumfummeln. Naja, aber Moment. Also Moment, Schlange Moment. War Haupteck in dieser. Und dann wird immer so hochgepusht. Streit im Frauenlager. Genau. Frauen und Männer rasseln zusammen. Und die Frau sagt einfach, diese Postangestellte sagt einfach nur sowas, so. Da raste ich aus. Und das war dieser hochgepuschte Streit vor der Werbung. Jetzt gibt's gleich richtig Fet. Oder Spannung, jetzt genau, treffen sie sich nach der langen Wanderung. Und die latschen dann so 3 Minuten und schon sehen sie sich und reichen sich alle noch ordentlich die Hand. Es war also und so haben grotesk. Manchmal auch ganz frische, ja, und manchmal ja, wollte grotesk. Ich sagen, baut euch doch endlich das verdammte Haus auf. Ja. Aber nein, sie müssen sich erstmal irgendwie... Grotesker, so viel grotesker als... Ich mir viele Wirklichkeit vorstellen also, oder auch sehe. Aber da war ich doch so dankbar, dass ich Cast Away gesehen hatte mit hier. Ha. Was? Wie heißt der Schauspieler? Keine Ahnung. Welcher denn? Cast Away, verschollen. Ach ja. Tom Hanks oder was? Tom Hanks, genau, Tom gesehen Hanks. Hat. Da habe ich Cast so viel, hatte ich das verschollen. Gefühl, ich hatte so viel gelernt. Ich hätte denen allen das Feuer machen können, ich hätte Hütten bauen können und ich hätte Fische angeln können. Das ist das aller, die größte Folter, dieses Basalwissen über die Welt, das da so rauskommt. Ich meine, sozusagen, das ist eben ja, auch aber, so geil, weil aber, es eben sozusagen also wirklich... Das ist doch zynisch, das ist doch das nur ist nicht ironisch zynisch, gesagt. Nein, das ist gar nicht finde, ironisch. Ich finde solche Sendungen nicht moralisch, wie man bei Big Brother sagt, moralisch, sie können machen, was sie wollen. Aber ich finde... Wir leben im freien Land. Aber ich finde, es ist wirklich nur noch unter dem Gesichtspunkt der unfreiwilligen Komik zu sehen. Nein, man kann, also, nein, man kann es nicht machen. Von den Sachen, die wir heute besprechen. Na, aber echt. Nee, aber ich fand... Das Interessanteste und Avancierteste. Ich fand es aber ganz toll. Aber eine Sache finde ich noch bemerkenswert. Ich habe es wirklich gerne gesehen. Und ich fand es toll, wie die da auf der Insel rumgehüpft sind. Und ich konnte mir überlegen, was ich mache und was die jetzt als nächstes machen. Was ich aber schlimm fand, war plötzlich diese Redakteure, die da plötzlich zwischengestritten... Wunderbar.
worden sind und gesagt haben, da schießen wir jetzt wen hinterher. Das Mark Rasmus ist das Moritz, Beste. Nein, das jetzt ist Moritz genau Stilkritik zu Mark Rasmus. Was ist das für ein Typus? Weil ich meine, sozusagen, dieser Mensch, der zeigt sich als jemand, der diesen... Wer? Ja, genau. Mark Rasmus, der das verkörpert irgendwie sozusagen. Und sozusagen, der die dumpfe Ideologie selber ist. Und das finde ich irgendwie sozusagen... Es ist eine ganz kuriose Schöpfungsgeschichte, die da abläuft. Also allerdings die Parodie auf so etwas, das sind ja Engel, das sind ja Herolde, die sagen, wir lassen den mal raus. Und die tumpen Menschen dort unten so, sie sitzen auf dem Olymp, können jeden reinnehmen und sagen dann, naja gut, hast du noch jemanden im Hinterhalt? Wir lassen die mal jetzt rausgehen. Und das ist das verquer Interessante an diesem Format, wobei ich noch wiederum, wie beim ersten auch darauf hin, also bei dem ersten privaten darauf hinsetze, mittlerweile gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Programm, Programmhinweisen und Werbung. Und das sieht man bei Gestrandet ganz eindeutig. Es kommen immer diese Blitze dazwischen, dann kommt die Heroldstimme und sagt, die Frauen. Ja? Und dann plötzlich... ein Blitz und plötzlich bin ich in einem Trailer für ein anderes Programm. Dann kommt wieder der Blitz und dann läuft dann das kleine Kind für die Pampers darum. Und das ist das Erstaunliche, dass man, und das denke ich auch, das ist das Neue am Privatfernsehen, dass man auch bei Raab, dass man diese Elemente, also Hinweis auf das nächste Programm, Werbung und Format selber so zusammenschiebt, dass der Zuschauer ein einziges Produkt nur noch sieht. Also bei Harald Schmidt, der macht ja noch die Trennung, aber bei Gestrandet ist überhaupt keine Trennung mehr dazwischen. Das heißt, der Zuschauer... Darauf kommt man doch gar nicht, dass man eine Trennung haben will. Das ist doch ja gut, ich schon. Aber das ich ist schon. Wirklich so ein, glaube ich, so ein fernsehinternes Argument. Darauf komme ich als Zuschauer erstmal gar nicht, dass das die Qualität ist, wenn das getrennt ist. Und so. Nein, die Qualität, wenn es getrennt ist. Ich möchte schon ein Programm sehen, wenn ich sage, ich will gestrandet. Ich glaube nicht ganz, dass es stimmt, ehrlich gesagt, weil ich habe immer diesen grünen Blitz gesehen, der sozusagen in so einen Strich reinmündet und das war irgendwie das Signal, Film an, Film aus. Also dieses grüne, dieses Neongrün. Der ist auch zwischen der Werbung und auch zwischen diesen Anfängen. Aber gut, ich will das jetzt auch nicht darauf. Aber was haltet ihr? Gern noch einmal, so, Moritz, sagen, wie fandst du die Szene mit den Redakteuren? Extrem unangenehm auch. Also wirklich scheußlich zu sehen, wie sie natürlich sozusagen walten und ihre Arbeit tun. Und extrem widerliche Leute. Aber erstmal. nicht falsch. Ich habe wirklich erstmal gedacht, nochmal ein Dokumentationsding ist drin, was ich eigentlich interessant finde. Ich glaube bloß, dass die mich anders als die echten Prolls, die da mit sich Kokosnüssen auf den Kopf hauen bald und so, nicht so sehr fesseln oder nicht so interessieren, weil da tatsächlich dann eben sozusagen die Macher und Gott und eklige Seite dazukommt. Also die Leute, die das halt steuern. Und da wird es dann wirklich super scheußlich. Und das, finde ich, ist in dem Format mit drin. Also auch ohne die Szene, die hat es nur sozusagen zugespitzt in der Art der Sprecherstimme, in der Ideologie, der Art der von Zivilisationskritik, von dem, was irgendwie als Abenteuer sich da vorgestellt wird. Da ist sozusagen die ganze Ekelhaftigkeit dessen, was ich dann in dem Gesicht und von diesem Mark Rasmus gesehen habe, das ist in der Sendung selber drin.